Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des zweiten Tages werden Ihnen präsentiert von der Spielbank Berlin. Derbywoche Tag 2 auf Hauptstadtsport TV. Heute mit dem Vorläufen zum Studenderby und dem Monté Derby. Yeah! Yeah! Also man muss sagen, das Stutenderby ist unheimlich gleichmäßig besetzt. Es gibt ja insgesamt 5 Vorläufe und es geht richtig um die Wurst, denn nur die ersten beiden Pferde kommen jeweils in das Finale. Wir Berliner, wir hoffen ganz besonders mit 2 Pferden. Das ist zum einen Tijuana Diamant und zum anderen Charlotte Newport. Die stammen nämlich aus dem Stall des Berliners Ulrich Mommert und die haben richtig gute Chancen. Deutsches Stutenderby Vorlauf Nummer 1. Vor den Tribünen weiterhin Tijuana Diamant an der Spitze. Dicht gefolgt von Final Destination und Mayflower. Dann sieht man Arendelle und Handsome Starlake. Tijuana Diamant an der Spitze. Dicht gefolgt von Arendelle außen. Und es geht auf die Zielgerade. Tijuana Diamant ist vorn. Tijuana Diamant vor Arendelle außen. Handsome Starlake innen Final Destination. In der Distanz Tijuana Diamant überlegen. Die Favoritin, die Buddenbrock-Siegerin, gewinnt auch diesen Vorlauf. Und der zweite ist Handsome Starlake und geht hier mit ins Finale. Hier war es doch ganz eng. Aber ich denke, es hat ganz, ganz knapp gereicht. Tijuana Diamant heißt die Siegerin im ersten Vorlauf zum Deutschen Stutenderby 2017. Also das Pferd war total überlegen, hatte im Eingang das Ziel gesehen und komischerweise mag sie das Ziel nicht, dann bremst sie ab. Also der Trainer wird sich im Finale etwas überlegen, vielleicht mit einem Backenfell, ich weiß es nicht, irgendwie noch fahren. Wir werden sehen, was dann passiert. Deutsches Stutenderby, Vorlauf Nummer 2. Motion Pur und Heinz Mebring haben das Kommando und führen. In der zweiten Position Madonna ST. Dahinter ist Hollystar. In zweiter Spur hängen geblieben ist weiter Sovala Ass. Davor ist dann noch Cella V C. Und das Feld ist jetzt nun vor den Tribünen. Motion Pur weiter an der Spitze. Eine Länge dahinter Madonna ST. Und Mitte gegenüber Sovala Ass auf dem Rückzug. Vorne Motion Pur vor Madonna ST. Hollystar, Cella V C. Und dahinter sind dann Tiffany Diamant. Ende gegenüber Motion Pur vor Madonna ST. Dahinter Hollystar, Cella V C. Dahinter sind man dann Tiffany Diamant und Sovala Ass. Und an der Spitze weiter in Motion Pur vor Madonna ST, dann Hollystar, Cella V C wird herausgenommen. In der Distanz Motion Pur vor Madonna ST, die herausgenommen wird. Motion Pur an der Innenkante, außen Madonna ST, die attackiert noch einmal. Aber Motion Pur, Heinz Mehring, sitzt ganz ruhig da. Motion Pur gewinnt den Vorlauf überzeugend vor Madonna ST. Ich bin früh in die Offensive gegangen und habe vom Start die Stute gleich gut eintreten lassen, sodass ich die Führung nehmen konnte und konnte unterwegs mein Tempo bestimmen. Und das lief alles perfekt und bin zum Schluss dann ganz locker nach Hause gegangen. Deutsches Stutenderby Vorlauf Nummer 3. Das 8. Rennen, Preis der Märkischen Oder Zeitung. Dritter Vorlauf zum Stutenderby 2017 ist gestartet. NYSE beginnt hier am schnellsten. Außen ist auch gleich Allegra B zur Stelle. In der Mitte trabt dann Hazel Newport. Aber NYSE hat das Kommando. Außen Allegra B. Beide Stuten setzen sich gleich im ersten Bogen von den Teilnehmern ab. Allegra B aber außen mit Conny Lugauer drückt hier auf die Fahrt. Und Allegra B aus der Ausgangs des ersten Bogens nun an der Spitze gegenüber NYSE. Die Startphase und der verkehrte Kurs, wie man bei uns sagt, weil unsere Pferde laufen gewöhnlich am Linkskurs, das war Rechtskurs. Und durch den ersten Bogen war sie ziemlich sicher und hat einen guten Eindruck gemacht. Da sahen die Chancen ziemlich gut aus. Das Feld rückt noch einmal dichter zusammen. Allegra B mit einer Länge vor NYSE. Durch den Schlussbogen geht es. Allegra B vor NYSE. Dahinter hält sie Newport, Happy Steer und Balain. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein.
Allegra B mit guter Führung. Hier eine Länge, zwei Längen vor NYSE. Dahinter ist in Newport. In der Distanz aber Allegra B ganz überzeugend vorne. Hier wird noch gekämpft um das zweite Geld. NYSE ist nicht im Finale, denn Hazel Newport, eine Überraschung, läuft auf das zweite Geld und wird zweite, dritte NYSE. Belaine wird vierter, fünfter Green Mamba. Und dann trabt Happy Steel durchs Ziel. Letzte Zwischenzeit 13:08. Die Siegerehrung für Allegra B. Ja, das ist wie mit wenn du Talent hast, wenn du Pferd hast mit ausreichend guter Qualität, dann können die alles. Deutsches Stutenderby, Vorlauf Nummer 4. Kammer gehört mit einem Fehler begonnen. Die Nummer 1 des Rot, die 1 Rot. Homisco Diver jetzt mit Problemen. Homisco Diver bricht zur Seite weg, springt an. Und Honesty Newport hat die Situation genutzt und die Führung übernommen im ersten Bogen. Im Grunde genommen wurden von Start schon so ein bisschen die Weichen gelegt. Ich kam an die Spitze, konnte mein Tempo fahren und Honesty Newport hat immer wieder ausreichend zugelegt. Hier ist nichts entschieden. Honesty Newport ist vorn. Honesty Newport ist vorn. Wer wird Zweiter? Honesty Newport ist vorn, gewinnt diesen Vorlauf. Und Zweiter wird Himoko Greenwood. Platz 3 für Nelly Pepper. Vierter dann Sarah Barroso und Platz 5 für Hannah Greenwood. Das ist eigentlich das, wo man sich das ganze Jahr darauf freut, wo man das ganze Jahr darauf hinarbeitet. Und wenn man dann wie jetzt zwei Pferde im Finale schon hat, dann ist man natürlich auch in gewisser Hinsicht stolz. Deutsches Stutenderby, Vorlauf Nummer 5. Vorne kämpft Charlotte Newport und Hera F. Boko um die Führung. An der Innenkante ist dann in der dritten Position Velvet Affair. Und Hera F. Boko kontert die Attacke hier von Charlotte Newport. Beide sind hier Kopf an Kopf an der Spitze. Es geht durch den ersten Bogen. Charlotte Newport hat das Kommando und führt dann Hera F. Boko. Die erste Zwischenzeit ist 0:08:06. Charlotte Newport hat sich durchgesetzt gegenüber Hera F. Boko. Außen in zweiter Spur kommt Carissa Bo dazu. Letztes Pferd ist momentan Hotspot. Und Mitte gegenüber Charlotte Newport mit einer Länge vor ihrer F. Boko, außen Mary Ann J, dahinter Hotspot, die liegt gut im Rennen. An der Innenkante ist dann Velvet Affair und dann trabt dann hier noch Pilo Melody, noch 500 Meter bis zum Ziel. Im Schlussbogen kommt hier Mary Ann J immer näher an Charlotte Newport, an der Innenkante ihrer F. Boko. Die Zwischenzeit war 13:09, noch keine Entscheidungen zu sehen. Im Schlussbogen Charlotte Newport, außen Mary Ann J, Hotspot geht in die dritte Spur, innen sitzt ihrer F. Boko. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. In der Distanz Charlotte Newport, Mary Ann J, innen Hera F. Boko, außen kommt Hotspot. Charlotte Newport ist vorn, jetzt kommt die Lücke für Hera F. Boko und die wird schnell. Charlotte Newport ist vorn, Hera F. Boko mit der Schlussattacke. Charlotte Newport, Hera F. Boko, kämpft bis zur Linie. Charlotte Newport vor Hera F. Boko. Hotspot, Mary Ann J, Pilo Melody, letzte Zwischenzeit 12:09. Und dreimal gewonnen, drei Vorläufe im Stutenderby. Das ist ein großer Erfolg, toller Tag für mich heute. Das war sehr schön. Also das Monté-Derby, meine Damen und Herren, ist ein absoluter Leckerbissen. Denn das ist ja eine Disziplin, die in Deutschland eigentlich nicht so bekannt ist. Da sitzen halt quasi die Aktiven nicht im Sulky hinter dem Pferd, sondern richtig auf dem Pferd. Das sind also die Sattelreiterinnen, vor allen Dingen auch viele Frauen, die an den Start gehen. Und das ist das höchst dotierteste Monté in Deutschland, mit 20.000 Euro dotiert. Das ist eine Disziplin, die vor allen Dingen in Frankreich absolut beliebt ist. Also das ist ein würdiges Derby heute. Und auch da haben wir ein sehr ausgeglichenes Feld, da sind Überraschungen drin. Es ist schnell. Vorne ist O'Grady, liegt drei Längen vor Safari Dream. Außen in zweiter Spur kommt Edo Venus dazu. Dann haben wir in der vierten Position an der Innenkante Uciani. Dahinter sieht man dann Volcan de Ocogne. Dahinter kommt auch Tenor de Ruel. Und dahinter sieht man Uciani ist dort dahinter. Also ist davor Abrazzo d'Amour. Nein, das war Lord JC. Die nächste Zwischenzeit ist 13:01. Wir sind auf Rekordkurs. Und Volcan de Ocogne geht in die dritte Spur Mitte gegenüber. O'Grady ist an der Spitze und führt. Außen Volcan de Ocogne. Der kommt immer weiter voran mit Nicolas Dirkel und attackiert O'Grady. Noch 500 Meter
wieder bis zum Ziel. Und Volkan Dorkanja steckt den Kopf in Front. O'Grady kann nicht kontern. Safari Dream in der dritten Position im Schlussbogen. Ist hier Volkan Dorkanja auf und davon. Die Zwischenzeit 12:6. Es ist immer noch schnell. Wahnsinn vorne. Volkan Dorkanja ist vorn. Jetzt kommt noch einmal Safari Dream in der Distanz. Volkan Dorkanja, Safari Dream. Safari Dream auf den letzten Meter mit schneller. Volkan ich. Die 7 ist blau, Safari Dream, Wachsentraber, das ist einer, über eine halbe Million gewonnen sind wir und gewinnt vor O'Grady, dritter wird die 5. Nordurell, letzte Zwischenzeit, 17:6, die Startnummer 7, Volkan Dorkanja, wurde disqualifiziert wegen unreiner Gangart. Ich finde es so toll hier, das erste Mal in Deutschland und dann gleich so ein Riesenrennen, schön ist mit diesem klasse Pferd zu gewinnen. Das ist ein amazing horse, so I'm really happy. Na, morgen natürlich dann der absolute Hammer, das 122. Deutsche Traber-Derby, die Vorläufe. Ich sage mal so, ich kann mich persönlich in 30 oder 35 Jahren, die ich das verfolge, nicht daran erinnern, dass wir jemals so ein offenes Feld hatten. Also es sind wahnsinnig viele Überraschungen morgen in den Vorläufen drin. Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des zweiten Tages werden Ihnen präsentiert von der Spielbank Berlin.